Gedanken gemacht über das Gesetz der Anziehung. Ich auch. Ich war totaler Abraham Hicks Junkie, wenn euch das was sagt, über ganz, ganz viele Jahre hinweg, weil das für mich so, ja, es war klar, ich habe Verantwortung, ich kann was machen, oder? Ich bin nicht ausgeliefert meinem Leben. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. So, ich gucke immer hier auf dem iPad, damit ich auch nichts verpasse, wenn ihr was schreibt. So, schreibt ruhig eure Kommentare dazu oder auch eure Erfahrungen. Ja, Gesetz der Anziehung war für mich irgendwie so die Befreiung. Die Befreiung davon, von dem Gedanken, dass das Leben mit mir macht, was es will. Also das fand ich schon mal ganz toll, als ich angefangen habe, mich mit dem Gesetz der Anziehung zu beschäftigen. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, was das Gesetz der Anziehung bedeutet, oder? Ich nenne es mittlerweile eigentlich fast viel lieber das Gesetz der Kreation, ja? Es geht nämlich so, im Prinzip, ich kreiere etwas, ja? Weil wenn ich Gesetz der Anziehung sage, dann heißt es vielleicht so wie, ich ziehe die Sachen zu mir, ja? Aber ich finde es viel, viel ermächtigend, wenn ich sage, ja, nein, ich kreiere die Sachen. Es ist so, es kommt aus mir heraus, es entsteht aus mir heraus, ja? Und das ist schon mal ein ganz wichtiger anderer Aspekt, wenn ich sage, okay, ich bin diejenige, aus der die Dinge heraus entstehen, und zwar unendlich viele Dinge, alles entsteht aus mir heraus, ja, alles, unendlich alles entsteht aus mir heraus. Und die Frage ist immer beim Gesetz der Anziehung, ja, aber wieso kommen so viele Sachen, oder wieso kommen Sachen, die aus mir heraus entstehen oder die ich anziehe, wie du es sehen möchtest, die ich nicht möchte, ja. Und das Möchten, es geht nämlich in erster Linie gar nicht ums Möchten, was willst du haben, sondern es geht darum, es ist hier im Vortex, nehme ich an. Ja, in der Vortex, du kannst sagen, wie du willst, im Universum, das, was ist, ist unendlich. Das, was ist, hat unendliche Potenziale. Ja, stell dir einfach mal vor, du schaust jetzt hier raus, und alles ist nur Energie, und alles, was du siehst, löst sich in Energie auf, ja, und plötzlich hast du nichts, du hast nur noch schwirrende Partikelchen, und alles ist weg, was du hast vor dir jetzt, alles ist leer, alles ist ein unendlicher Raum, und alles, was du jetzt da siehst, könntest du im Prinzip dir wieder manifestieren, dir wieder kreieren, indem du sagst, okay, ich möchte, bei mir steht jetzt da vorne zum Beispiel eine Flasche. Ich stelle mir jetzt vor, diese Flasche löst sich einfach auf. Ja? Ich schaue so lange auf diese Flasche hin, bis diese Flasche sich auflöst. Und ich schaue auf alle Dinge, die in diesem Raum sind, so lange hin, bis sie sich auflösen. Und gleichzeitig kann ich auch wieder so lange hinschauen, bis es zu mir kommt. Ja? Bis ich eine Flasche sehe, bis ich im unendlichen Raum quasi die Silhouette einer Flasche sehe beispielsweise, bis ich merke und sehe und spüre, ja, diese Flasche, das ist etwas, was ich in meiner Realität haben möchte. Diese Flasche ist gut und richtig. Das ist jetzt mal nur eine Flasche, ja, aber du kannst auch, sagen wir mal, einen Mann nehmen oder eine Frau, eine Person, ja, und gib dieser Person erstmal keinen Namen und bestimme erstmal, was für Personen, was für Arten von Personen du um dich haben möchtest. Und dann gehst du dorthin und sagst, okay, eine Person, die sich so freundlich und liebevoll und unterstützend anfühlt. Wow, solche Personen möchte ich in meinem Leben haben. Und schon manifestierst du alles, was du möchtest. Guten Morgen, liebe Sabine. Und das bedeutet eben Gesetz der Anziehung, ja, du kannst tatsächlich aus dir heraus, aus deiner Vorstellung und aus deinen Gefühlen heraus, kannst du alles manifestieren, was du haben möchtest. Und
Jetzt möchte ich leider noch kurz zu dieser anderen Seite gehen, die auch jetzt im Moment so wichtig ist, Dinge zu manifestieren, die du nicht möchtest, ja? Und zum Beispiel Horrorszenarien, ja? Wir müssen uns bewusst werden, was in uns da sich kreiert, was in uns sich da aufbaut. Und wir haben einen, Antje, wir haben einen Informationsgeber und das sind unsere Gefühle. Unsere Gefühle zeigen uns sofort, ob wir etwas kreieren oder manifestieren in uns, je nachdem, wie wir uns fühlen. Das ist der Barometer. Und wenn du halt nun mal Angst fühlst oder Sorge fühlst, dann musst du da hinschauen und sagen, welches Horrorszenario kreiere ich gerade mit meiner Angst? Und da ist es so wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, ja, gerade jetzt mit allen Zeitungsberichten und die Unterstützung ist nicht und der Staat spricht uns Sachen zu und die kommen nicht und wie sollen die nicht kommen? Und dass du da für dich entscheidest, dass du auf diesen Zug der Horrorszenarien für dich nicht aufspringst, sondern immer wieder zurück zu dir kommst, deine Schwingung, deine Energie veränderst und sagst, ich habe es eh nicht im Griff, ich kann es nicht beeinflussen, Materie zu Materie. Ich kann Petitionen unterschreiben, was weiß ich, ich kann Hetzkampagnen machen, ich kann ausrufen, wie gemein das ist. Aber überleg dir, was du kreierst, wenn du das tust. Deine andere Möglichkeit ist, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, je mehr ich diese Energie, dass alles gut und richtig für mich rausläuft und für die Menschheit rausläuft, in mir kultiviere, desto mehr werden Änderungen passieren. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, wo sich irgendwie Gesetze, Entscheidungen mit einem Fingerschnipp verändern können, weil die Leute merken, so funktioniert es nicht, siehst du, wie schnell alles sich verändern kann, ja? Und die Dinge werden sich verändern, weil wir die Veränderung mittragen, weil wir sagen, nein, hier, unser Leben ist absolut gut für uns und auch wenn es sich im Außen schlecht anzeigt, dann ist es einfach die Vergangenheit, ja? Das, was jetzt nicht mir gefällt, das haben wir gemeinsam in der Vergangenheit kreiert. Antje schreibt was, ich liebe sie, sie ist genial. In nur einem Gespräch erwacht und angekommen, der Rest ist Geschichte. Mama Maria, Dankeschön wie immer. Verstehe es jetzt zwar nicht, aber es klingt super gut. Vielen Dank, Antje. Also, was ich damit sagen wollte, hört auf euer inneres Führungssystem von euren Gefühlen. Hört darauf, nehmt es ernst, wie ihr euch fühlt und nehmt es ernst, dass ihr es verändern könnt. Ihr könnt es verändern, indem ihr die Perspektive verändert, indem ihr schaut, auf welchen Gedankenzug ihr aufspringt und was ihr glauben wollt. Ich meine, für alles, mein Gesetz der Anziehung, für alles, was du glaubst, findest du einen Beweis. Ja? Es gibt jetzt im Netz, du kriegst für alles, wenn du glaubst, so viele Menschen sterben an Corona, kriegst du und findest Beweise. Wenn du glaubst, nein, es ist nicht so schlimm, ich möchte glauben, dass hier etwas Gutes entsteht und dass falsche Zahlen sind oder was weiß ich nicht was, kriegst du im Netz einen Beweis dafür. Ja? Für alles. Und es ist nicht nur Corona, sondern es ist im ganzen Leben so. Was du glaubst und wovon du überzeugt bist, bringt dir das Leben, Gesetz der Anziehung, Beweise dazu, weil du resonierst damit und weil du kreierst das mit. Und das ist diese wahre Power, die wir haben. Und dann sagst du, ja, das ist falsch, die Information ist falsch, die Information ist falsch. Aber da siehst du mal, es wird jegliche Information kreiert aus jeglichen Menschen heraus, die dann zueinander finden mit den gleichen Überzeugungen. Aber du kannst entscheiden, zu welcher Überzeugung du dich hingezogen fühlst.
welche Überzeugung sich für dich gut anfühlt und welche Überzeugung du vermehren willst und verstärken willst. Du entscheidest jeden Moment und du machst es so lange, bis du im Außen einen Beweis dafür findest. Und das geht nicht lange. Ja? Und egal welchen Zug du runter galoppierst, wenn er sich nicht gut anfühlt, hör auf, geh zurück, sage, ich bin der Schöpfer. Gesetz der Anziehung, Gesetz der Kreation funktioniert die ganze Zeit. Wovon will ich mehr haben? Wovon will ich mehr haben? Worauf will ich mich fokussieren? Was will ich nähren an Gedanke? Was will ich nähren an Emotion? Was will ich nähren an Überzeugung? Und da gibt es manche Menschen raus, die müssen einen U-Turn machen. Ja, die dürfen jetzt einen U-Turn machen, weil sich alles, was sie bis jetzt geglaubt haben, plötzlich in Luft auflöst, weil das nicht mehr so ist, wie es früher war. Und das ist das Geniale an dieser Situation, dass du komplett einen U-Turn machen kannst jetzt, dass du deine alten Überzeugungen jetzt über den Haufen schmeißen darfst, dass du jetzt wirklich so wie damals, als es für die Menschen war, als es nicht mehr zu halten war, dass die Erde eine Scheibe ist. Es war plötzlich nicht mehr zu halten und alle mussten irgendwann mal in diesen Glauben und in die Überzeugung eintreten, die Erde ist rund und eine Kugel. Ja? Und genauso sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir das Alte nicht mehr weiter manifestieren können. Wir sind an einem riesigen Turnaround. Wir sehen plötzlich, dass all das, was uns Sicherheit vorgegaukelt hat, tatsächlich nicht die wahre Sicherheit ist. Und wir dürfen jetzt herauserkennen, dass über das Gesetz der Kreation, über das Gesetz der Manifestation unsere wahre Sicherheit in uns selber liegt. Unsere Power ist in uns, ja. Und das ist wirklich ganz ein wichtiger Punkt herauszufinden und einfach zu wissen. Und wir haben jetzt die Power, dass wir in die Zukunft gehen mit ganz neuen Ansichten. Und vielleicht magst du mein Video von gestern anschauen, wenn du es nicht angeschaut hast, Manifestations-Challenge Nummer 10, dass zum Beispiel unsere Ansicht für Geld, was wir über Geld denken, was wir über alles denken, ja, ich habe damals gestern nur Geld als Beispiel genommen, das ist unsere Power. Was du über alles denkst, was da draußen ist, ob du denkst, es ist für dich oder gegen dich, was du über alles denkst, was dir in deinem Leben begegnet, ist es für dich oder gegen dich, musst du dich entscheiden. Da darfst du jetzt wirklich deine Überzeugung ändern und sagen, ich entscheide heute, das Leben ist für mich. Und du wirst sehen, es werden sich ganz viele Dinge ändern, nur mit dieser einen Entscheidung. Und auch wenn du gerade nicht siehst, dass das Leben für dich ist, ja, hallo Ines, dass das Leben für dich ist, entscheide trotzdem, dass das Leben für dich ist, genauso wie ich vorher gesagt habe, das Leben wird dir beweisen, dass es für dich ist, wenn du sagst, das Leben ist für mich. Wenn du sagst, das Leben ist gegen mich, schau doch mal da draußen, dieses Chaos, dann wird das Leben dir beweisen, dass es gegen dich ist. Und nur diese kleine Entscheidung, immer wieder dir klar zu machen, das Leben ist für dich, ist es ganz, ganz wichtig, dass du das für dich verinnerlichst und einfach sagst, egal was ich draußen sehe, das Leben ist für mich. Ich entscheide, dass das Leben für mich ist, weil ich bin jemand, der hierher gekommen ist, um das Leben in seinen vollsten Zügen und in seiner vollsten Schönheit zu genießen. Ich entscheide das und aus dieser Entscheidung heraus ziehst du Beweise dafür an. Also es lohnt sich wirklich, es lohnt sich, seine Überzeugungen zu überprüfen und immer wieder zu fragen, stimmt es denn? Kann ich denn ganz sicher sein, dass es so schlimm ist? Oder gibt es vielleicht eine kleine Möglichkeit, dass es nicht so schlimm ist? Und mit diesen Schritten kommst du langsam dahin, dass du sagst, ja, es gibt immer eine Möglichkeit, auch wenn ich sie nicht sehe. Es gibt immer eine Möglichkeit, auch wenn ich sie nicht sehe. Bitte Leben, zeig mir die Möglichkeit, bitte. Ich möchte die gute Möglichkeit sehen.
Und damit fühlst du dich so viel besser. Und ich hoffe, dass ich heute dir wieder einen Samen gesät habe für eine positive Manifestation, für eine positive Gesetz der Anziehung Mitarbeit, ja, weil das Gesetz der Anziehung arbeitet ja immer. Ja, es arbeitet immer. Und deswegen ist es so wichtig, Ruhe bewahren, warten, wissen, es wird sich alles für uns ergeben, auch wenn wir nicht wissen, wie. Es ist nicht unser Job. Unser Job ist Energie und Energie auszuströmen, damit sich die Dinge so entwickeln können, dass sie ein Abgleich der Energie sind, die wir spüren. Also Energiearbeit, 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 positive Energie. Das ist dein Job. Jeden Moment, vom Morgen bis am Abend und im Schlaf. Ja, danke, liebe Antje. Tut alles dazu, dass die Energie hoch ist in eurem Umfeld, soweit es reichen kann. Wir haben Internet, wir haben online. Haut Energie raus. Ich habe gesehen, übrigens in Amerika gibt es eine Quarantäne-Karaoke-Gruppe. Habe ich heute gesehen. Die ist 33.000 Leute sind da drin und die singen jeden Tag, machen Karaoke in dieser Gruppe. Finde ich grandios, ja. Jeder hat so viel hohe Energie zu geben und jeder auf seine Art und Weise. Und lasst euch nicht aufhalten und sagen, was habe ich denn, was habe ich denn. Du hast alles und teile das jetzt. Es ist an der Zeit, diese hohe Energie zu teilen. Jeder auf seine Art und Weise. Wir haben heute wieder um 14 Uhr einen Heilzirkel eingerichtet. Das ist hier auch gepostet, der Zoom-Link. Das hat sich so wunderbar ergeben, dass wir um 14 Uhr treffen sich einfach Menschen, die ihre Energie erhöhen wollen. Wir haben gestern die Elisabeth und den Hans gehabt. Die haben uns eine ganz schöne Herz-Gehirn-Kohärenz geführt. Das Video findet ihr in meiner Facebook-Gruppe. Finde heraus, wer du wirklich bist. Werde gesund und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Findest du oben in meinem Profil. Schau einfach vorbei, 14 Uhr heute. Es geht immer eine halbe Stunde. Heute macht die liebe Gudrun etwas Schamanisches. Und morgen haben wir jemand anders, der uns wieder hilft, unsere Energie zu erhöhen. Frei, Franco, gratis, wenn du dabei sein willst, komm rein, melde dich, sag, ich möchte es auch mal leiten. Das ist immer nur eine halbe Stunde, 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Und es ist ein wunderschönes Erlebnis, einfach zusammen sich inspirieren zu lassen und auch zu sehen, was jeder denn so hat, ja. Und es ist einfach ganz, ganz, ganz toller Ort. Komm rein, Zoom-Raum ist offen, die Türen stehen offen. Klick einfach auf den Link um 14 Uhr, trete ein und sei dabei. Ich freue mich auf euch alle. Einen schönen Tag noch. Adios!